Trading-Risikobegrenzung von seltsam kennt sie selten COTD seltsam kennt sie das Stopp-Dilemma. Viele Trader machen im Verlauf ihrer Lernkurve beim Trading eine ganze Bandbreite positiver und negativer Erfahrungen mit Stopps. Einsteiger hören meist nicht auf den Rat erfahrener Trader und handeln zunächst gänzlich ohne das Platzieren einer Stop-Loss-Order oder einer sonstigen Risikoabsicherung. Früher oder später resultieren daraus heftige Verluste, wenn sich der Markt gegen eine Position des Traders entwickelt. In der Hoffnung, dass der Kurs wieder zurückkommt, vergrößern zudem einige Anfänger ihre Trades, was das Ganze oft nur noch schlimmer macht. Häufig erkennen Trader erst nach einem verheerenden Verlust, dass ein gutes Risikomanagement und das Setzen einer Stop-Loss-Order unerlässlich sind. Hiernach verwenden sie dann grundsätzlich Stops, platzieren diese aber nicht optimal. Zum einen kann die Stop-Loss-Order zu nah am aktuellen Kurs liegen, sodass der Trade bei der kleinsten ungünstigen Marktbewegung ausgelöst wird. Häufig hat der Händler dann zwar nur einen kleinen Verlust, aber muss zuschauen, wie der Markt ohne ihn weiter in die richtige Richtung läuft. Zum anderen kann die Stop-Loss-Order zu weit weg vom aktuellen Kurs liegen und damit das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) des Trades unattraktiv machen. In diesen Fällen hat sich der Markt bis zum Auslösen des Stops bereits so weit entgegen der erwarteten Richtung bewegt, dass die Stop-Loss-Order ihren eigentlichen Zweck nicht mehr richtig erfüllt. Denn ein zu großer Stopp führt zu vergleichsweise hohen Verlusttrades, die dann meist nicht mehr im Verhältnis zum im Erfolgsfall erwarteten Gewinn stehen. Das Stop-Loss-Order-Dilemma ist es demnach, den optimalen Punkt zu finden, an dem die Verlustbegrenzung weder zu aggressiv noch zu konservativ ausfällt. Gleichzeitig muss die Order so platziert werden, dass sie an einer charttechnisch entscheidenden Stelle liegt, bei deren Erreichen das Setup ungültig und der Trade damit beendet wird. Das große Buch der Markttechnik von Michael Voigt liefert einen sehr interessanten Ansatz, wenn es darum geht, die Bewegung nach einem Ausbruch zu handeln. Stoppsetzung für trendfolgende Trader. Zunächst müssen Trader entscheiden, welche Art von Trade sie eingehen möchten. Michael Voigt unterscheidet den Handel des Ausbruchs, kurzfristig, den Handel der Bewegung, mittelfristig, und den Handel des Trends, langfristig. Beim Handel des Ausbruchs ist gemeint, dass der Trader direkt beim Ausbruch eine entstehende prozyklische Kursdynamik erwartet und diese nutzt, um einen kurzfristigen Trade in Ausbruchsrichtung mit einem Gewinnziel von nur wenigen Punkten zu machen. Die Stop-Loss-Order wird hier auf die QK-Basis oder 1 bis 5 Minuten Charts gemanagt. Beim Handel des Trends setzt der Trader darauf, dass der Ausbruch zu einem übergeordneten Bewegungsmuster führt und langfristig anhält. Daher verwenden diese Trader das klassische trendfolgende Stopp-Konzept, bei dem immer bei Erreichen eines neuen Hochs, für einen Long-Trade, die Stop-Loss-Order manuell unter das letzte markante Zwischentief nachgezogen wird. Ein Beispiel dazu zeigt Bild 1. Die in Sachen Stoppsetzung interessanteste Variante offenbart sich bei Betrachtung der mittelfristigen Trade-Option, dem Handel der Bewegung. Der Trader erwartet hier eine mittelfristige prozyklische Bewegung in Ausbruchsrichtung. Zugleich soll der Trade in einer Korrektur so spät wie nötig, aber so früh wie möglich glattgestellt werden. Ein Handel des Trends ist folglich nicht vorgesehen. Solch ein Bewegungstrader möchte demnach nur den mittelfristigen Kursschub nach einem Ausbruch handeln. Innen- und Außenstäbe. Um das Konzept zur Stoppsetzung beim Handel der Bewegung zu verstehen, muss zunächst zwischen Innen- und Außenstäben unterschieden werden. Ein Innenstab liegt vor, wenn die aktuelle Kerze innerhalb der Hochtiefspanne der vorherigen Kerze öffnet und schließt. Letztere Kerze ist demnach der umschließende Außenstab. Alle folgenden Kerzen, die innerhalb dieser Spanne eröffnen und schließen, sind ebenfalls Innenstäbe. Die Innenstabserie wird erst unterbrochen, wenn ein Eröffnungs- oder Schlusskurs außerhalb der Außenstabspanne liegt. Diese Kerze stellt dann einen neuen Außenstab dar, dem wieder Innenstäbe folgen oder an den sich bei Trendbewegungen direkt weitere Außenstäbe anschließen. Bild 2 verdeutlicht das Konzept von Außen- und Innenstäben. Das Platzieren der Stop-Loss-Order beim Handel,
Der Bewegung ist davon abhängig, ob zum aktuellen Zeitpunkt ein Innen- oder ein Außenstab aktiv ist. Die Grundannahme dabei ist, dass Außenstäbe deutlich signifikantere Kursmarken darstellen als Innenstäbe. Entsprechend sollte dem Trade bei Vorliegen von Innenstäben mehr Spielraum eingeräumt werden, um ein zufälliges Auslösen der Stop-Loss-Order zu vermeiden. Denn wie in Bild 2 zu sehen ist, tendieren Innenstäbe dazu, zufällig nach oben oder unten zu fluktuieren, ohne dass dem eine besondere Bedeutung beizumessen ist. Genau solche Zufallschwankungen führen immer wieder dazu, dass Trades unnötig ausgestoppt werden. Stoppsetzung beim Handel der Bewegung angenommen, ein Trader eröffnet bei einem Ausbruch wie in Bild 3 zu sehen eine Long-Position. Ist der Ausbruchsbalken sehr lang, wird die Stop-Loss-Order auf das Tief dieser Periode gesetzt. In Bild 3 ist dies nicht gegeben, sodass die Stop-Loss-Order auf das Tief der Vorperiode gesetzt wird, um einen zu engen Stopp zu vermeiden. Im weiteren Verlauf kommt es nun darauf an, ob aktuell ein Außen- oder ein Innenstab vorliegt. Ist ein Außenstab gegeben, können Trader die Stop-Loss-Order auf das Tief dieser Periode legen, sobald diese beendet ist. Liegt dagegen ein Innenstab vor, wird die Stop-Loss-Order auf die vorherige Periode zurückversetzt und bleibt dort so lange bestehen, bis sich ein neuer Außenstab bildet. Der Stopp wird während einer Innenstabphase nicht noch einmal verändert. Das soll sicherstellen, dass die Stop-Loss-Order weit genug von den Zufallsbewegungen der Innenstäbe entfernt liegt, aber nah genug am Kurs geschehen, um bei einer tatsächlichen Wende nicht zu spät auszusteigen. Zum besseren Verständnis ist das Ganze in Bild 3 am Beispiel des Handels der Ausbruchsbewegung beim DAX zu sehen. Obwohl hier nicht das optimale Trade-Ergebnis erreicht wurde, konnten Trader mit dieser Methodik einen hohen Teil des Buchgewinns realisieren und sich zugleich während des Trades erfolgreich gegen einen, sonst ärgerlichen, zufälligen Ausstopper, am sechsten Tag wehren. Zusammenfassend stellt die Stopp-Methode auf Basis von Außen- und Innenstäben einen Versuch dar, je nach Marktphase einen optimalen Stopp-Abstand zu finden. Unter Tradern wird diese Methode, die Michael Volk in seinem Buch bekannt gemacht hat, sehr geschätzt. Daher ist das Stopp-Konzept für den Handel der Bewegung nach einem Ausbruch ein schlüssiges Konzept, dem Trader in ihrem Arsenal an Handelstechniken einen festen Platz einräumen sollten.